Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar guten Morgen von mir. Ich bin gerade aufgestanden, bin noch im Pyjama und heute geht es für mich nach London mit meiner besten Freundin und noch teilweise ein paar anderen Freunden von mir hier, aber ich fliege eigentlich mainly mit ihr und es ist gerade fast 9. Ich bin noch am Packen, wie man hier sehen kann. Ja, also wir fliegen heute Samstag bis Dienstag und es sind Herbstferien bei uns gerade. Und ich muss, wie gesagt, noch packen und aufräumen und mich fertig machen. Und dann geht es auf jeden Fall los. So, Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich habe mit meinen Eltern noch gefrühstückt. Und habe meinen Koffer hier zu Ende gepackt. Und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg, um meine Freundin Judy abzuholen. Und dann fahren wir zur S-Bahn-Station und los geht's. Leute, wir sind am Flughafen angekommen und das ist übrigens Judy, meine beste Freundin. Und wir laufen jetzt zum Check-in für unseren tollen Flug. Und ich habe mir einen Pulli drüber gezogen, deswegen sieht es hier komisch aus. Wir stehen jetzt im Tunnel. Und wir bauen jetzt und fliegen endlich los. Und dieser Kackding hatte Verspätung und wir mussten erstmal richtig rennen, weil wir dachten, wir sind viel zu spät. Und wir waren auch an sich zu spät, aber das Flugzeug war auch zu spät. Angekommen und wir mussten nicht zur Gepäckausgabe, weil wir nur... Weil wir kein Gepäck haben. Yo. Nein, weil wir einfach nur Handgepäck haben. Und wir gehen jetzt raus und suchen diese Metrostation. Eigentlich hatten wir so keinen Plan, wo wir hin mussten, aber ich habe es gerade gegoogelt. Jetzt haben wir einen kleinen Plan, aber nicht viel. Wir schaffen das. Die Anna hat einen Plan. Ich folge. Ich bin unser Map und Manager. Jetzt gehen wir ins Hotel und checken unsere Koffer ein. Ich weiß nicht, ob das so sagt. Und zeigen wir ein. Und dann fahren wir wieder zurück, hat mir die Anna erklärt, weil ich kann mich ja nicht orientieren. Ja, wir fahren dann wieder zum Piccadilly Circus. Und da gehen wir shoppen. Wir haben uns entschieden, dass wir mit unseren Koffern jetzt einfach beim Piccadilly Circus aussteigen und jetzt doch noch in irgendwelche Läden mit unseren Koffern sind. Und Juli hat gerade schon was umgeworfen. Und wir sind gerade hier so rausgekommen und waren so komplett überfordert. Da waren so viele Menschen einfach nur. Und gebt euch. Okay, wir sind lost. Sehr lost. We made it. Juli eröffnet uns in unser Zimmer. Light. Wow. Yes, boy. Schleckle. So, Leute, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen. Und ich schwör's euch, es war so hektisch und nicht anstrengend, aber so Adrenalin, aber auf so eine richtig positive Art. Wir waren dann erstmal im Victoria's Secret noch richtig lang. Wir sind da durchgerannt. Dieser Laden ist so riesig, aber ich war erfolgreich. Zeigt es euch irgendwann später. Und jetzt machen wir uns frisch. Die Juli duscht gerade. Und dann wollen wir nochmal nach Camden fahren. So ein Mädchen in diesem Victoria's Secret Laden, also eine Verkäuferin, hat uns das irgendwie so empfohlen. Wir müssen ja noch essen gehen und es ist schon fast es ist schon 21.21 Uhr. Wish time. Gebt euch einfach mal, dieser Taxifahrer sitzt auf der Seite. Also ich weiß, es ist keine Weltneuheit, aber es ist trotzdem faszinierend. Und da fährt ein roter Bus entlang. Und wir fahren jetzt nach Camden, um was zu essen. Weil da soll es angeblich ja cool sein. Juli sind angekommen in einem Restaurant in Camden, einem asiatischen. Wir hatten gerade so einen geilen, sehr interessanten Salat. Den aber echt krass. Und ich habe gerade schon mein Essen bekommen. Und zwar ist es Gemüse. Und es sieht sehr, sehr spannend aus. Irgendwie, ich weiß nicht. Hallo Leute und guten Morgen. Wir sind schon wieder sportlich unterwegs. Wir haben einfach 2 Stunden Zeitverschiebung, deswegen ist es erst kurz vor 9. Nur eine Stunde Zeitverschiebung. Ich glaube, in Deutschland wurde auch umgestellt. Also die Uhr wurde irgendwie umgestellt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Und wir haben uns schon fertig gemacht und sind auf dem Weg in eine Juice Bar oder sowas zu gehen. Das haben wir im Internet gefunden und wir laufen erstmal wieder zur Tube Station und fahren dann wieder mit der Tube zu einer weiteren Station und dann frühstücken wir da erstmal. Wir sind jetzt hier wieder an der Station und da hinten kommt schon unsere Tube. Und da ist dieses geile Zeichen. Jawohl!
die cute Straße so ausgesucht. Da hinten war einfach mal so Brandy und da ist Joey and the Juice. Sieht schon richtig cool aus. Schaut euch mal das an. So black. Oh mein Gott, diese Häuser sind so cute. Baby Rose und Baby Blue. Wir haben uns jetzt doch umentschlossen, dass wir zu einem richtigen Restaurant gehen. Und wir waren da gerade schon, aber wir mussten kurz warten, sind deswegen nochmal rumlaufen gegangen. Und die haben so leckere Sachen. Es ist so richtig voll, richtig viele Menschen. Nicht so ein Restaurant, halt, so ein Café. So ein, aber es ist voll schönes Café. Und da gibt es so vegane Bowls. Und oh, es gibt da vegane Früchte. Wow. Und wir waren gerade in so einem Obstladen, da kommen wir gleich wieder vorbei. Der ist so süß und schön. Wir haben gerade schon Feigen gegessen. Wir haben fertig gegessen und sind jetzt mit der Metube, ich sage immer das falsche Wort, sind jetzt an der Thames und gehen jetzt Richtung London Eye und Westminster Abbey und die ganze Shit. Und schaut euch drum um. Und da ist das London Eye. Warte. Oh mein Gott, wir sind da. Wir sind schon im Hotel. Und wir hatten uns eigentlich voll verirrt. Und das war der Point dieser Story. Und jetzt haben wir es echt verschissen. Okay, also wir sind jetzt dran vorbeigefahren. Aber der Punkt der Geschichte war eigentlich, dass wir halt irgendwo hingefahren. Ich schaue so auf Google Maps so. Irgendwie fahren wir in die falsche Richtung, das Hotel ist woanders. Und dann sind wir also ausgestiegen, dann mussten wir erstmal wieder 20 Minuten zu irgendeiner anderen Busstation laufen, durch irgendeinen so komischen Park. Ja. Dann ist der Bus gerade weg. und dann haben wir es jetzt doch wieder gekriegt, weil wir gesehen haben, während dieses Vlogs. Und jetzt sind wir nach einer Stunde von, keine Ahnung, so mega weit weg wieder. Wahrscheinlich braucht man so mit dem Taxi so 10 Minuten und wir brauchen so eine Stunde. Aber je, das mit dem Uber funktioniert bei uns nicht. Ja, wir haben versucht Uber zu fahren. No. Fahr weg, Nuze, Papia. Ach Leute, das ist ein Adventure mit der Jules. Vor allem, weil ich den besten Orientierungs habe. Ja. Wir sind heil im Hotel angekommen. Es ist jetzt 16.36 Uhr. Und wir machen jetzt Mittagsschlaf, beziehungsweise später Nachmittag. Juli probiert ihren Rock an. Ich fall gleich um. Good morning! Ihr hört im Hintergrund komische Geräusche. Wir sind gestern dann nach unserem Mittagsschlaf noch essen gegangen. Mit Freunden, die übrigens auch hier sind, aber mit denen wir eigentlich nicht viel machen. Den Paul wird es freuen, wenn er sich dieses Video anschaut. Gell, Paul?
ist schon Nachmittag und wir sind jetzt in Köln und es ist gerade voll gut, weil die Sonne geht einfach schon unter und es ist noch sehr früh. Aber wir gehen jetzt auf diesen Camden Market. I have no idea, was da gibt. Aber jo. Das Licht ist echt nice. Yeah, boy. Sie sind anscheinend very open-minded. Da steht ein klein. Und da gibt es Orangen. Und was noch? Oh, schau mal, wie süß diese Kanäle aussehen. Hier ist überall so krankes Essen. Einfach nur so lecker überall. Aber ich habe gar keinen Hunger. Oh mein Gott. Bagelbar. Man braucht, um hier in London zu sein, einfach so einen gigantischen Magen. Schaut einfach mal, wie krass es aussieht. Wo waren wir denn da? Wir waren vorhin da. Also, diese anderen Freunde, mit denen wir hier sind, die... Welche Freunde haben die? Wir haben eigentlich keine Freunde, aber die sind jetzt hier auch irgendwie. Und die haben gesagt, wir sollen zu denen kommen. Ein Heizbums. Wir fangen jetzt einfach schon an zu saufen. Hey Leute, guten Morgen. Es ist 13 Uhr und wir sind erst um 12 Uhr aufgestanden. Aber wir müssen jetzt zum Flughafen und wir sind ziemlich müde. Wir sind richtig spät alle ins Bett gegangen, als der letzte Abend war. Ich bin nicht so müde. Ich bin auch nicht so spät wie die anderen ins Bett gegangen. Ja. Auf jeden Fall warten wir jetzt auf unser Taxi und dann fahren wir damit zum Flughafen. Und ich werde das Video hier beenden und ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere Adventures in London. Okay? Bye, bye.